Respekt. Ja. Das ist aber respektlos, ne? Film mal seine Glatze da. Ja, ich glaube, die kommt nachher noch genug auf die Kamera. Weil heute Spieltag hier gegen Bornreihe. Unser Kameramann entspannt noch ein bisschen. Unsere Spieler auch. Der Gegner ist auch schon da. Keno B aus P ist auch da. Aber noch ist alles leer. Jetzt kommt derjenige, der heute Pflichtspieldebüt feiert. Neues Video, neuer Vlog, gleiches Stadion. Was geht, was geht? Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen 1. Mai, eine schöne Feier in den 1. Mai rein. Und ja, jetzt geht es wieder weiter mit Fußball. Am 1. Mai Feiertag heute in Emden. Der SV, nee, Blau, SV Blau-Weiß-Bornreihe, so rum. Wir sind zu Gast. Wir freuen uns tierisch, weil es ist eine überragende Atmosphäre von dem Wetter. Wir sind am vergangenen Sonntag Meister geworden. Ich zeige euch die Meistershirts gleich noch in vernünftiger Auflösung und Qualität. Und ach, das Mikrofon, also manchmal nervt das auch so, wie man es dran hat. Ich halte das jetzt so fest, das geht auch. Genau, was gibt es noch zu sagen? Bornreihe braucht noch ein paar Punkte, um möglicherweise nicht abzusteigen. Wir sind soweit durch. Keiner weiß so richtig, was heute passiert von Vereinsseite her, ob da irgendwas geplant ist. Bei Sonntag sind wir leider Auswärtsmeister geworden und da gab es nicht so viele Möglichkeiten, jetzt mit den Fans zu feiern. Da haben wir eher im mannschaftlichen Kreis gefeiert, ohne Kamera. Und genau, wie gesagt, ich hoffe, dass das Stadion heute gut voll wird. Ich glaube, wir hätten mehr Zuschauer gehabt heute, wenn wir nicht aufgestiegen wären am Sonntag. Aber wer weiß, wir lassen uns gerne eines anderes überraschen. Ansonsten gebe ich euch ein paar weitere Eindrücke jetzt und dann sehen wir uns später beim Anpfiff. Okay, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt ein paar richtig coole Szenen gesehen, von denen ich zusammengeschnitten habe. Der Wind ist auch wieder am Start.
Und ich habe es natürlich vercheckt, noch zum Friseur zu gehen. Also ihr hört sind gerade die Auswärtsfans. Ich glaube, es sind 60, 70 mitgekommen. Super cool. Perfektes Wetter, perfekte Voraussetzung. Und was soll ich sagen, Leute, ich habe Bock. Also wir haben gerade erfahren, es sind über 3000 Zuschauer im Stadion. Das ist Saisonrekord für Kickers dieses Jahr. Alles angerichtet. Der Anpfiff ist gerade ertönt. Ich hoffe, ich kann euch die Tore zeigen. Und genau, das ist eigentlich alles. Ich würde sagen, habt viel Spaß im Vlog. Ich mache es an dieser Stelle diesmal. Gerne einen Daumen hoch da lassen, kommentieren, welche Vereine wir besuchen sollen, wo ihr vielleicht herkommt, was ist eure Lieblingsmannschaft, alles da unten rein. Alles für den Algorithmus. Teilen, teilen, teilen. Und jetzt schicke ich euch in die Partie rein. Halbzeit in Emden. Wir führen verdient 2-1, würde ich sagen. Ein ganz, ganz krasser, klarer Torwartfehler von Bonreihe. Ein wunderschöner Freistoß ebenfalls von Bonreihe. Es ist herrlich. Wir haben um die guten 27 Grad sind, glaube ich, hier. 3000 Zuschauer. Es macht super, super viel Spaß. Die Fans sind da, auch von Bonreihe. Die 60 Leute machen ordentlich Lärm. Ist einfach schön, einfach ein Fußballfest. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit wird. Ich brauche jetzt was zu trinken, weil es ist einfach viel zu warm an der Seitenlinie. Die Sonne, wie ihr seht, knallt von oben ordentlich rein. Der Wind ist zwar da, aber auch nicht so richtig kühl irgendwie. Genau, ich hoffe, euch gefällt das bisher. Ansonsten hoffe auf eine gute zweite Halbzeit. Inzwischen steht 6-1. War es das sechste? Ich glaube, es war das sechste. Hier fallen Tore im Minutentakt. Das ist wirklich. Da ist es krank. Das Ding ist durch. Die Fans von Bonreihe haben auf jeden Fall nochmal ein richtig cooles Spruchband mitgebracht mit Glückwunsch Kickers. Echt fair. Ihr seht die ganze Zeit im Hintergrund, was hier los ist. Das ist schon cool. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ja, ich schütze mich tot. Ich hätte eben kurz die Cola reingepfiffen, aber ey, die ist schon wieder raus, bin ich euch ehrlich. Also, ist schon krass. Ein weiterer Spieltag geht zu Ende. Ich habe mich mal vor dem Haupteingang positioniert. Das Wiesland-Stadion. Immer wieder schön. Und heute 2400 Zuschauer waren da. Ich glaube, es waren deutlich mehr. Also es sah viel, viel mehr aus als sonst. Und auch mehr als beim Zuschauerrekord gegen Meppen. Sah deutlich mehr aus, kann mich auch irren. Die offizielle Zahl sind 2,4. Ich hatte auch Zahlen von über 3000 gehört. War auf jeden Fall cool. Und für mich geht es jetzt nach Hause. Und noch ein bisschen gesessen, noch ein bisschen gequatscht. Denn am Samstag können wir einen Rekord aufstellen. Zumindest einen persönlichen Rekord von einem unserer Trainer. Denn in Hildesheim, in Braunschweig, gab es mal eine Serie von ihm, wo er 17 Spiele in Serie gewonnen hat. Und die haben wir eingestellt heute mit dem 17. Sieg. Oder was heißt wir? Die Jungs. Und Samstag gegen Hildesheim kann dann Sieg 18 in Folge folgen. Ich bin gespannt. Ich habe Bock. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich laufe noch die letzten Meter nach Hause. Wer die letzten Vlogs gesehen hat, weiß, hier kommt gleich eine Brücke. Und dann ist es nicht mehr weit. Ich wollte an dieser Stelle auch noch mal kurz Danke sagen, dass wir in den letzten Wochen, zwei Wochen, echt krass viel Progress gemacht haben. Also, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir sind bei 160 Abonnenten. Wir haben über 3000 Aufrufe mit den Videos gemacht. Das ist insane. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Schön, dass euch der ganze Quatsch hier gefällt. Ich hoffe, dass das Video hier auch gut geworden ist, dass die Dateien was geworden sind und so weiter und so fort. Und genau, ansonsten würde ich sagen, dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Denn Samstag ist das Spiel. Der Vlog wird dann wahrscheinlich zu Sonntag geschnitten, Sonntagabend. Und ich freue mich auf euch. Genau.
Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als Dankeschön und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Yep.